Sie will es, er will es, sie alle wollen es. Profitieren vom Wissen der Immobilienexperten. Nach Wissen, was wirklich zählt, sind die Immobilienforen zum Motto Kompetenz gewinnt dieses Jahr die logische Fortsetzung des Vorjahresthemas. Das Interesse entsprechend groß kamen in Frankfurt-Hanau mehr als 300 Immobilienfachleute zusammen. Sie wollen wissen, was im Trend liegt und wie sich ihre Geschäfte optimieren lassen. Denn eines wollen sie gewiss nicht: Mittelmaß. Wer von Ihnen ist sexy? Dieses Jahr bei den Foren dabei der prominente Redner Hermann Scherer und sein Vortrag Jenseits vom Mittelmaß mit erfrischenden Ideen und jeder Menge Humor. Hab dich vermisst. Das ist doch eine ganz andere Nummer, oder? Ich glaube, wir Menschen tun eines viel zu wenig, nämlich auch mal am Unternehmen arbeiten. Der Spruch heißt ja wirklich nicht nur im, sondern auch am Unternehmen arbeiten. Also mal rausgehen, mal schauen, was mache ich da eigentlich? Und ich denke, es gibt wenige Möglichkeiten, das so explizit und auch so gut moderiert zu tun, wie in einer solchen Veranstaltung. Drum definitiv ja, das kann man machen und hier ganz besonders. Entsprechend positiv war die Stimmung unter den Forenbesuchern. Es macht wirklich wieder Spaß, auch viele Gesichter, alte Bekannten zu treffen aus ganz Deutschland, Kollegen, die innovativ und auch marktorientiert unterwegs sind. Ich kann hier sehr viel mitnehmen an Grundwissen, an neuen Erfahrungen. Im Austausch mit anderen Kollegen. Es gibt immer neue Anregungen und was man besser machen kann. Und ein paar Tipps bleiben immer hängen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Objektbeschaffung. Mehrere Vorträge kreisen um das Thema Akquise und Einkauf. Wie es gelingt, mit Kompetenz zu gewinnen, verraten Experten wie Lars Grosenick, Michael Rosenbauer oder Roland Kampmeier. Und in diesem Jahr habe ich den Eindruck, dass sich die Referenten vor allen Dingen in der praktischen Umsetzung bemühen. Wie können wir das jetzt tatsächlich in die Maklerunternehmen bringen? Und das Thema Auftrag und eben die Schwierigkeit, überhaupt noch Aufträge zu bekommen, weil die Immobilie gefragt ist wie nie, beschäftigt uns alle. In den Bereichen Trends und Zukunft geht es auch dieses Jahr wieder um Homestaging, Videomarketing, soziale Netzwerke wie Facebook und Makeln mit mobilen Endgeräten. Die wichtigen Anwendertipps helfen dabei, Alleinstellungsmerkmale oder die eigene Marke zu entwickeln. Man sieht, dass der Boom in der Immobilienbranche auch die Makler erreicht hat und die Makler aber auch interessiert sind an neuen Themen, an neuen Vermarktungsmöglichkeiten und sich hier bei uns informieren wollen. Es ist sehr innovativ alles. Die Tatsache, dass Marketing und Alleinstellung so in Zukunft immer wichtiger werden, also von großer Bedeutung sind und da die ganzen Anregungen mitzubekommen, glaube ich, steht im Vordergrund. Die Immobilienforen 2011, Fachwissen, Inspiration und eine gute Gelegenheit für den Austausch unter Immobilienprofis.